Guten Morgen, YouTuber. Ja, manchmal hat Figo auch ein bisschen Glück. Heute Morgen praktisch kein Nebel. Was haben wir jetzt? 10 Uhr. Und eitler Sonnenschein. Und oben ab schon fast trocken. Ja, ich bin da wieder am Grasen. Ja, die Fütterung ist im Herbst relativ mühsam, weil Mais zu füttern. Und ich gehe zweimal Mais holen und zweimal Gras holen am Tag. Ja, aber jetzt ist so Herbstfütterung. So, ich habe mich kurzfristig entschlossen, hier noch aber wirklich Herbst zu sehen, wo ich schon Mais geerntet habe. Weil ja, das ist jetzt sicher auch eine Fläche von 60 Ahren. Und bis da das ganze Maisfeld verräumt ist, geht das noch eine Weile. Dann wächst vielleicht noch etwas. Ja, schlimmsten Fall kann ich keinen Nutzen davon. Aber der Boden wäre dann wenigstens begrünt. Ja. Und zudem, ich möchte da nächstes Jahr Futterweizen sehen mit herbizidfrei, Pflüge wahrscheinlich zwar, aber das würde mich auch noch interessieren, ob man dann vom Unkraut her einen Unterschied sieht, wo ich jetzt noch etwas sehe, wo der Boden bedeckt ist und hinten, wo dann wahrscheinlich werde ich da nichts mehr sehen, weil es schon zu spät ist. Ja. Auch noch ein kleiner Versuch, wie sich das verhält und da einen Unterschied sieht. Jawohl. Und aber Wickerz sollte, glaube ich, auch nicht durchwachsen. Und fliegen werde ich wahrscheinlich so oder so. Jawohl. Probieren wir mal. Wieder ein Experiment. Und heute ist gerade noch schönes Wetter. Und von morgen an ist kalt, kälter und Regen angesagt. Jawohl. So, sieht das Saatgut aus. Jawohl. Jawohl. Ich denke, abdrehen tue ich nicht, weil ich habe ja schon die gleichen Einstellungen und ich habe genug Samen und großer Unterschied wird wahrscheinlich auch nicht sein. Jawohl. Und dieses Mal von Beginn an mit der 1000er Zapfwelle. Unsere Kreiselecke und Zähmaschine ist eingestellt für 1000 Umdrehungen. Und das letzte Mal habe ich, weil ich mich da so von vorher gewohnt war, nur 45 und dann hat es verstopft. Natürlich nicht gut. Zum Glück nur ein Roh. Ja, das Hirn muss immer. Ja. Einführen, hä? Und ja, dieser Tag war schöner als erwartet, hä? Hätte nicht gedacht. Aber ja, der Boden ist halt ein bisschen feucht. Aber ja, das kommt gut. Keine Zweifel, hä?
Aber belüftet muss es doch werden. Jawohl. Wie gesagt, heute ist am Ende der Westwind. Die Sonne war den ganzen Tag präsent. Und kein Nebel am Morgen. Das war Daumen hoch gegen den Nebel oder für die Sonne. Ja, nein, ich denke, das kommt gut. Bin ich froh, weil ja, es war schon ein bisschen Risiko. Anderthalb Tagen und noch Nebel. Das wäre nicht gut gekommen, nicht gut. Müsste mehr belüftet werden. Ja. Wunderbar. Ja, im Herbst ist es fast ein bisschen mühsam. He? Man könnte auch hier das Heu hochnehmen, aber dann muss man dafür wischen. Ich will die ablösen. Ich will die ablösen.